Firma Crace in Worms, ein riesen Spezialchemieunternehmen mit gut 1000 Mitarbeitern und einer Menge freien Lehrstellen. Und jetzt gucke ich mir mal an, was die hier genau für Ausbildungen anbieten. Hallo. Ich sehe, du hast Spaß bei der Arbeit. Ja, soweit. Was macht man denn so als Chemielaborantin? Ja, man macht verschiedene Analysen. Wie du hier auch sehen kannst, muss man erstmal am Anfang auch immer was einwiegen, analysiert es dann in mehreren Schritten und muss es natürlich auch dokumentieren. Was machst du jetzt? Ich habe gerade minus 196 Grad kalten Stickstoff in meinen Behälter gefüllt, den ich dann für meine Messung brauche. Minus 196 Grad. So, Lisa, und jetzt müssen wir das natürlich auch für unsere Messung hier reinfüllen in unser Gerät. Mhm. Genau. Da ist jetzt deine Probe drin? Nee, meine Probe, die ist hier oben drin, aber wir brauchen das zum Runterkühlen. Ah, okay. Genau. Was sind so die Voraussetzungen, die man für deinen Beruf mitbringen muss dann? Ja, Voraussetzung würde ich auf jeden Fall sagen, Neugier. Also man sollte auf jeden Fall neugierig sein und auf jeden Fall auch immer noch Spaß daran haben und motiviert sein, wenn mal was nicht funktioniert, weil ich denke, das ist ganz normal. Und es ist auch so das Spannende dabei und auch an der Chemie, dass wenn was nicht funktioniert, rausfinden zu wollen, wieso hat es nicht funktioniert, woran hat es gelegen. Steht man öfter mal vor einem Rätsel, genau, und findet keine Lösung. Genau. Was ist das jetzt hier für ein farbenfroher Apparat? Ja, also wir haben hier eine Standard-Rührapparatur aufgebaut. Das muss man in der Ausbildung ziemlich oft, weil man da die Präparate kocht. Und ist das dein Lieblingsgerät? Ja, könnte man so sagen. Also dort macht man die interessantesten Sachen, weil gerade wenn man verschiedene Präparate kocht, kommt immer was anderes raus. Und wenn du dann fertig bist mit der Ausbildung, was hast du dann so für Perspektiven? Chemie steckt überall drin, man glaubt es kaum, aber sowohl vom Bereich her kann ich danach im Lebensmittelbereich, im Katalysatorenbereich, aber auch wenn ich mich weiterbilden will, gibt es total viele Möglichkeiten. Meinen Techniker kann ich machen, aber auch Chemie nochmal studieren. Chemielaborant klingt doch echt spannend. Überlegt's euch!